Hallo und willkommen zurück zu Soma. Soma, wie auch immer. Und wir sind in irgendwie so einer Raumstation oder irgendwie so ein Forschungsding ins Kirchen. Auf jeden Fall, irgend so eine Station sind wir gelandet. Und hier ist plötzlich das Licht, der Strom ausgefallen. Das Licht ist auf jeden Fall aus. Und wir haben uns erstmal hier versteckt, aber wir wissen nicht genau, wo wir hin sollen. Da vorne ist nämlich was, da können wir jetzt mal hingehen. Dahinter ist doch irgendwas. Wir müssen da weiter, das glaube ich nützt nichts anderes. Können wir das auch machen? Dann reißen wir die Tür auf hier. Alter Schwede. Alter, wie sieht das hier denn aus? Da liegt es, das Omni-Tool. Na super, jetzt haben wir das Teil in der Hand. Was ist das? Hinweis mit Tab können Sie Ihren Inventar aufrufen. Super. Omni-Tool Version 2.5. Das Omni-Tool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergestützter Systeme. Die Onboard-KI beinhaltet eine Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit dem der Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logistikprogramme, Logikdiagramme, um Gottes Willen, automatisieren kann. Im Laufe der Zeit passt das Omni-Tool seine Programme auf unterbewusstes Verhalten automatisch an, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. So ein kleines Intelligenzdingens, was? Das Kurzstreckensignal des Omni-Tools ist für grundlegende oder automatisierte Aktionen wie das Öffnen von Türen nützlich, während es zum Durchführen komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder einem Terminal psychisch verbunden sein sollte. Zum Upgrade Ihres Geräte stecken Sie einfach eine Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Der Hauptsteckplatz des Omni-Tools verfügt über einen Standard C1121-Anschluss, in dem die meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die Onboard-KI durch die Hinzufügung der zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Der Hilfssteckplatz ist ein Multi-Anschluss, in den eine Vielzahl an Werkzeugchip-Modellen passt, darunter unter anderem hast du nicht gesehen. Alles wunderbar. Okay. Dann haben wir so ein kleines Intelligenzdings in der Hand. Gut, damit können wir das aufrufen, alles klar. Okay. Was haben wir denn? Ist hier denn noch irgendetwas, was wir näher betrachten können? Nee, eigentlich nicht. Was ist das da? Omni-Tool. Da ist nichts drin. Und in der untersten Schublade? Kriegen wir die auch auf? Ja, ist auch nichts drin. Nichts drin. Oh, und Mensch. Dann sollten wir eigentlich mal zurück zum Terminal gehen, weil da können wir das Teil ja einsetzen. Was ist hier noch? Alter Schwede. Was ist das für ein Zeugs hier? So ein Tentakelkram. Sieht sehr mechanisch aus, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir laufen zurück zu dem Terminal und können das Teil da mal einsetzen. Und das war doch, ich glaube, hier nichts, ne? Wieder da zurück. Da ist doch was. Da war doch gerade was. Da war doch Licht auf jeden Fall. Bisschen in Deckung gehen hier. Was ist das hier? Da waren wir. Oh ja, hier sind Roboter-Dinger. Oder diese Teile auf jeden Fall. So, wir gehen auf jeden Fall zurück zum Terminal. Der war ja hier vorne. Genau, hier ist er. Da benutzen wir das Ding mal. Gut. Omni-Tool wird gescannt.
Service Console Option 3, including Pilot Seat, activated. Ja, wunderbar. So, Systemstatus. System ausgeführt. Warnung. Fernzugriff abgelehnt. Warnung. Service offline. Warnung. Hauptstromversorgung ausgesetzt. Ja, das ist natürlich doof. Programm unzuverlässig. Verweigert. Notfallsystem 13 Tage verbleibend. Was haben wir hier? Gottes Willen, das kann er gar nicht lesen. Impact hast du nicht gesehen. Zap, Simon Jarrett. Was sind da wir? Warum stehen wir denn da jetzt? Toronto. Operation nicht verfügbar, was? Alter, sehr mystisch hier. Omnitool, Werkzeugschiff verwalten. Willkommen zurück, Louis Moiron. Y. Ihr Multitool ist im perfekten Zustand, aber nicht mit einem Werkzeugschiff ausgerüstet. Beachten Sie, dass Ihr FST-Kit einschließlich Ihres standortübergreifenden Sicherheitszugangs ohne einen Werkzeugchip nicht verfügbar ist. Um weiterhin über Ihren Privilegien verfügen zu können, setzen Sie bitte ein Werkzeugchip ein und führen Sie ein Update aus. Eine Warnung, ja genau. Werkzeugchip nicht verfügbar. Ist ja klar, wir haben keinen Chip. Cortex-Chip verwalten. Gut, das haben wir gerade gelesen. Okay. Werkzeugkasten freischalten. Werkzeugkasten. Da, genau, der Werkzeugkasten. Aha, jetzt können wir da so ein Ding rausnehmen und da mal einbauen. Aha, jetzt können wir den nicht updaten. Okay. Werkzeugchip verwalten. Da ist es. Ihr Omnitool ist im perfekten Zustand. Führen Sie zur Bestätigung des FTC-Kit-Installation und der jüngsten Sicherheitscode ein Update aus. Machen wir. Aktualisiere Sicherheitscode. Wunderbar, das versuchen wir jetzt mal. Werkzeugchip Update. Security Cipher. Updated. Sehr gut. Können wir da noch. Wir können nichts weitermachen. Da war da noch ein Dings mehr, was ich da benutzen konnte. Was ist hier? Orientierung. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knock down the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get it to places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 Security Operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Okay, viel Glück. Ja gut, alles klar. Also wir können mit dem Dingens... Inventar. Unbekannte Kodierung. Einfache Schicksal. Aha, gut. Anmerkung alle, hi. Matsu, Kampfanzüge werden im Omikron aufbewahrt. Gut, das können wir uns bestimmt nicht merken. Okay, wir können mit diesen Dingens können wir Türen aufmachen. Das ist doch schon mal supi. Was haben wir da? Das ist unsere Heimreiseapparat. Das ist klar. Was haben wir hier noch? Ey. Pilotensitz. In Bearbeitung? Hey. Okay, der macht was. Maschinennetzwerk. Fehler. Pilotensitz. Optional offline. Okay. Pilotenstatus. Kein Piloten gefunden. Kein Piloten gefunden. Verbindungsstatus. Was ist das offline? Okay, Berichte. Pilotenbericht. Hast du nicht gesehen. Karl Semke. Oder Simke. Unterstützung Amni Azzo. Azzaro. Fluggerät Toga. Hast du nicht gesehen. Okay. Aufgabe. Hitzeschild
ersetzen. Südlicher Aufzugsschacht. Ergebnis erfolgt. Produktion wieder aufgenommen. Anmerkung. Semken klagt nach der Mission über ungewöhnlich starke Übelkeit. Diagnoseprogramm ermittelt einen starken Anstieg elektromagnetischer Strahlung um den Pilotenhelm herum, das vermutlich die Ursache für Semkes Symptome war. Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Symptome oder was diese Symptome verursacht haben könnte. Aha. Achtung! Das Pilotensystem wird zunehmend unzuverlässiger. Im Verlauf der letzten paar Monate hat jeder Anwender über Kopfschmerzen und Übelkeitsanfällen geklagt. Letzte Woche verlor Garvon über 30 Stunden das Bewusstsein. Da, das ist eine ganze Ecke. Als er versuchte, den Helper-Cluster einzuweisen. Das ist inakzeptabel. Wir werden schon dahinter kommen, woher. Vorerst aber werde ich die Verwendung des Pilotensystems untersagen. Das bedeutet, dass weitere kraftintensive Aufgaben anstehen, die durch Programmierung oder körperliche Arbeit erledigt werden müssen. Wir sind alle nicht glücklich darüber. Daher bitte ich, von Beschwerden Abstand zu nehmen. Alles klar. Also hier läuft was schief. Also irgendwie... Die Dinger... Wie will ich jetzt sagen? Können wir nicht den Strom wieder anmachen? Können wir nicht? Nein, können wir nicht. Die entwickeln ein Eigenleben. Also genauso wie unser Omnitool. Das ist ja so eine Art künstliche Intelligenz, würde ich sagen. Mal schauen, wo wir... Aha, die Tür ist auf. Hier war auch das Licht. Also irgendwas ist hier doch... Irgendwas ist hier lang gestiefelt. Irgendwas ist hier lang gelaufen. Ich frage nur, was? Alter, ich traue dem ganzen Laden hier nicht. Ich will wieder nach Hause. Ich will wieder nach Hause. Kann ich da... das benutzen, Inventar? Nee, ich krieg die Tür hier nicht auf. Schade. So, können wir da rumlaufen? Alter, da ist wieder ein Licht dahin. Habt ihr das gesehen? Da ist irgendetwas nach... Da ist irgendetwas nach oben abgehauen. Da ist irgendetwas zurückgewetzt. Alter Schwede, mein lieber Mann, was ist das denn? Au! Oh. Ah, shit! Mist. Das tat weh. Oh, das tat weh. Aber irgendwas ist da oben durch. Irgendwas ist da oben durch. Da vorne ist auf jeden Fall eine Treppe. Die werden wir mal nutzen. Furchtbar. Wir gehen so ein bisschen geduckt. Aha. Zugriff bewahrt. Gewährt. Und rein. So, wo sind wir? Alter Schwede, wir sind unter Wasser. Wir sind irgendwo auf dem Meeresgrund. So wie es aussieht. Na cool. Da kommen wir natürlich... Können wir nichts machen? Da? Amy, I'm here. Ready to let it go yet? I guess so. Plenty of opportunity to go sail on the fishes back in Theta. I'm gonna miss this place. Upsilon? Come on. We've worked here for years. You're not even gonna miss it a little bit? A power plant full of psychotic machines. I'll find a way to go. That's cold, man. It's not Upsilon's fault it got swarmed. Whatever. Siehste, das, was ich gedacht hatte. Mit
intelligenten Maschinen oder selbst sich regenerierende Maschinen sind hier am Werkern gewesen. Und da ist irgendwo sicherlich irgendwas außer Kontrolle geraten. Irgendwas ging hier böse in die Binsen. Was haben wir hier denn? Wilde Zeichnung. Als wäre nichts passiert. Alles sieht unverändert aus. Alles gleichermaßen still. Okay. Da steht nichts. Okay. Das, was war das für eine Zeichnung, oder? Na gut, bringt uns vielleicht nichts. Was haben wir da? Zurück und anders. Dickes Strukturgel, das sie nicht abstreifen können. Waus Frankensteinsfische. Okay. Alter, mein Lieber. Wir gucken mal in die Mülltonne. Vielleicht findet man aber tolle Sachen drin. Aber wir fühlen euch jetzt nicht im Müll. So. Da müssen wir auf jeden Fall weiter. Alter, was cool. Also jetzt, ne? Aber dass wir hier unten sind, ist Panne. Vor allen Dingen, wie kommen wir hier runter? Wie ist das? Was ist genau mit uns passiert? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. So, hier haben wir auf jeden Fall wieder Licht. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber schon wieder eine Tür, die dicht ist. Kommen wir nicht weiter. Security. Observation. Da kommen wir aber auch nicht rein, ne? Auch abgesperrt. Alles dicht Die haben ja alles dicht geklemmt. Ich verstehe nicht. Alter, was ist hier denn los? Kannst du helfen? Hallo? Hallo? Was? Was denn? Ah! What was that? Was? It doesn't hurt anymore. Es tut nicht mehr weh, okay. Wo sind wir hier? Das ist ja... Kann man hier irgendwas machen? Nein, kann man nicht. Ich kann keinen Computer benutzen und gar nichts. Da ist wieder ein Knopf. Da ist ein Schacht. Klettern wir da mal rein. Na super, Tür ist zu. Wir kommen... Ja doch, wir können da wieder zurück. Okay, so, wir müssen hier mal auf jeden Fall... diesen Schacht entlang kriechen. Alter, was ist hier los? Mich schüttelt's. Da ist das Licht wieder. Vorne gucken. Sind mutig. Warte mal, da war noch. Da war dann, da ist doch eine Tür, oder nicht? Ich gehe mal gerade weg aufs rote Licht. Okay, können wir nicht öffnen. Können wir nicht öffnen. Wir müssen da längs. Die Frage ist, laufen wir jetzt wieder zurück oder... Ne, wir müssen hier weiter, ne? Ich glaube, wir müssen hier weiter. Oh mein Gott. Oder wir kriegen wieder zurück. Ich habe keine Ahnung jetzt.
Die ganzen Geräusche hier. Okay. Station Control. Da ist es. Da können wir bestimmt die Tür aufmachen. Und das, Freunde, werde ich machen. Und zwar in der nächsten Folge. Ihr habt das bestimmt gedacht, ne? Ich öffne die Tür in der nächsten Folge und dann bin ich mal gespannt, was uns dahinter erwartet. Und zum Zweiten möchte ich gerne wissen, was hier gerade so rumläuft. Was das ist. Okay, Freunde, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Soma. Bis dahin. Ciao, ciao.